hattest du ja vor dem Spiel auch schon angedeutet. Es hat dann doch noch geklappt für Miroslav Klose. Vielleicht können wir das Tor zum 2:0 auch noch sehen. Ja, aber so viel Geduld haben die gar nicht gebraucht, wie ich heute gedacht habe. Das lief einfach optimal und hier klarer Torwartfehler, wenn er die Linie verlässt, dann muss er die Flanke abfangen. Und für Miroslav Klose ein innerer Reichsparteitag, jetzt mal ganz im Ernst, dass er heute hier trifft. Ja, das ist für ihn Erlösung, immer als Stürmer, wenn du so stark in der Kritik stehst, wie Miro, ist das dann, das gibt dir diese Freiheit und sieht man, dass Löw hier auch wieder die richtige Entscheidung mit Miroslav Klose getroffen hat. So, jetzt können wir mal schauen, was in Berlin